Ja, die extrem lange Katze war auch in der Beschreibung des Spiels. Stopp. Schwebezeit. Wow, so mächtig. Warum erinnert mich der Reisbot jetzt an einen Dalek? Ich will wissen, was hier hinter ist. Also was wirklich hier dahinter ist. Wir kennen alle Räume außer dem Warenraum dahinter. Bitte den Raum verlassen zu Rosetta und danach neu betreten. Warte, es ist mir gerade eingefallen. Wenn ich diese Resets durchführe, bin ich dann technisch für ihre Tode verantwortlich. Quincy führt nicht diese Resets durch. Oh, phew. Wie auch immer, Quincy ist der Grund für den Tod durch Beobachtung. Dammit. Warte, was meinst du damit? Professor Status alleine berechnet die Observation. Quincys Observation verantwortet den Status. Status ist der Tod. Deswegen ist Quincy für die Tode verantwortlich. Okay, das gefällt mir nicht. So groß, aber warum? Okay, wir resettet. Ja, Raum betreten und verlassen. Jetzt spielen sie Schach. Er redet immer noch nur vom Resetten. Ja, nichts Neues. Anomalie entdeckt. Alle aktuellen Anomalien notiert. Warten auf Linri für Bericht. Ja. Linri, du bist zurück. Linri, was ist los? Wow, was machst du? Linri, du machst mir Angst. Ich brauche einen Moment. Was ist geschehen? Was hast du da draußen gesehen? Nichts. Hey, du kannst es mir doch sagen. Es ist doch nicht so, dass ich es hier sagen würde. Linri? Linri, Initialtests sind komplett. Die Hypothese hält. Fortsetzen? Ja. Ich werde da sein, bald. Positiv. Weiter zur Partyhalle. Die Hypothese? Bitte gehe weiter zur Partyhalle. Bitte gehe weiter zur Partyhalle. Was sagt die Uhr? Immer noch 15.21 Uhr. Tür ist verschlossen. Okay. Es beginnt. Ich kann mich aus meinen Erinnerungen daran erinnern. Sie haben die Maschine hier vorgeführt, richtig? Ich glaube nicht, dass die Wiederholung so weit gekommen ist, obwohl... Dies ist der fortgeschrittenste Punkt. Wie? Todesvariabel, aber alle Tode tangieren zu diesem Moment. Wenn Sie den Gästen die Maschine vorführen? Bestätigt. Daten sagen voraus, wenn wir diesen Raum jetzt verlassen, werden alle sterben. Jeder hier? Wird sterben. Daten sagen dies. Nun, lass uns den Raum verlassen. Was? Warum? Es ist unerlässlich. Verlasse diesen Raum und komm zurück, um dies zu bestätigen. Bitte verlasse den Raum. Der Schauplatz wird nicht zurückgesetzt und Tode sind zu erwarten. Ja, ist gut.
Die Tür ist verschlossen. Die andere sieht offen aus. Okay. Was zum siehst weg? Dann zeigen Linri ist offline. Nochmal? Sie kommt zurück. In der Zwischenzeit kehre bitte zur Partyhalle zurück. Ein seltsamer Kristall, der von innen zu leuchten scheint. Ja, die Tür ist immer noch verschlossen. Es ist immer noch 15.21 Uhr. Tode bestätigt. Raum wird zurückgesetzt. Warte, wenn du den Raum zurücksetzt, wenn wir hier drin sind, warum müssen wir den Raum verlassen und kommen immer wieder früher zurück? Verlassen war keine Notwendigkeit für den Reset. Verlassen war notwendig für den Tod. Was? Immer wenn wir nachsehen, sterben sie nicht. Wow, was ist geschehen? Ich bin nicht sicher. Dies sollte nicht geschehen. Das ist vorher noch nie passiert. Unter dem Szenario Ausrüstung erhält Schaden. Kernrecheneinheit im Keller wurde zerstört. Zerstört? Wie? Daten nicht bekannt. Rücksetzung erfolgt. Nun der Abschlusstest. Quincy wird in den Keller gehen. Der Kontrollraum für die Kernrecheneinheit bestätigt. Beide Seiten werden beobachtet. Datenanomalie wird erwartet. Welche Art Anomalie? Unbekannt. Ich nehme mal an, ich werde es herausfinden, wenn ich dort bin. Erinnerst du dich an den Eingang? Der Billardtisch. Bestätigt. Bitte fortsetzen. Bitte geh weiter in den Keller zum Rechenzentrum. Hier kann ich was anloopen. Warte. Es ist zu gefährlich, alleine zu gehen. Nimm dies. Nimm dies. Nimm dies. Katze ist der Gruppe beigetreten. Der Totenschädel. Ich meine sicher, warum nicht? Ja, ja. Im Fall einer Anomalie wird er dich beschützen. Ihr beiden bleibt dabei, mir dies zu sagen, aber ich sehe einfach nicht, dass etwas geschieht. Ja. Ich möchte aber raus hier. Die Tür ist verschlossen. Hier komme ich auch nicht raus. Ich möchte wissen, was es mit der Engelsstatue auf sich hat, was wir da gesehen haben. So, liegen im Keller jetzt noch mehr Leichen. Leichen von mir, also von Quincy. Okay, wir sind unten. Das ist ja ganz schön creepy hier unten, obwohl... Hier ist nichts. Gut. Hier sind Büsten von Dr. Yu und Dr. Haynes. Ja, hier sind die Zimmer. Linri hatte das erste gleich beim Eingang, so wie es aussieht. Also ja, da ist die Tür zum Zumachen und hier sind dann wahrscheinlich weitere Türen. Sieht man nur alles nicht, falls irrelevant ist. Hier ist die Cafeteria, wo die Köche oben kochen, Zeug runterschicken. Also ja, wahrscheinlich durch den Aufzug hier. Thank you.
Die Tür geht auf, ich will da aber nicht reingehen. Ja, das der Forschungsraum. Mit MRT-Bildern an der Wand und allem. Und da gibt es nur die Möglichkeit, hier reinzugehen. Was zur Hölle? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass dieser Flur irgendwann einmal so lang war. Das Konzentrum ist in dieser Richtung angeblich. Ja. Okay, wir können nicht mal rennen. Was war das? Okay, wir könnten zurückgehen noch, aber wir müssen ja vorwärts. Kommt jetzt gleich eine Headcrab aus dem Lüftungsschacht. Hast du das gehört? Irgendetwas stimmt hier nicht. Okay, weißt du was? Stopp, hör damit auf. Was zur Hölle ist das? Warum ist der Korridor so lang? Woher kommt dieses Licht? Was sind das alles für komische Geräusche? Hörst du das? Creepy knarrendes Holz? Wie? Hier ist doch alles aus Metall und Beton. Hier gibt es kein Holz. Und du? Was machst du denn überhaupt? Wie willst du mich denn beschützen? Du hast ja nicht mal ein Messer. Du bist nur eine Katze. Und jetzt, wo ich so darüber nachdenke, du bist nicht einmal so groß. Wenn du nur zu irgendetwas zu gebrauchen wärst. Okay, schau, tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen sollen. Es war einfach nur ein harter Tag, weißt du? Ich will damit sagen, zuerst die ganzen Morde und dann finde ich heraus, dass ich nicht mehr existiere. Sogar für einen Optimisten schmerzt dies. Auf der anderen Seite, ich denke, schlimmer kann es von hier aus nicht mehr werden. Na los, lass es uns zu Ende bringen. Egal, was da vorne ist, ich nehme es, wie es kommt. Warte, was war das? Warum ist sie jetzt zu einem Boxer geworden? Du hast dich verändert. Hat sie sich entwickelt? Du wurdest zu irgendetwas anderem, etwas mehr. Du übernimmst die Führung? In der dunkelsten Stunde bist du wirklich für mich da. Es tut mir leid, dass ich jemals an dir zweifelte. Oh, und sie kann sich verlängern. Alles klar, na los. Na dann observieren wir mal diesen Computer. Auf Teufel komm raus. Oh super, ich steuere jetzt die Katze. Und Quincy läuft hinterher. Lenry, hallo? Lenry? Du bist zurück? Ja, sorry, ich musste eben raus, um etwas doppelt zu überprüfen. Bist du so langsam aber sicher im Kontrollzentrum? Ich hoffe doch mal, wir waren hier fast Jahre unterwegs. Der Korridor, der dorthin hinführen soll, scheint gestreckt zu sein. Er scheint eine Schleife zu sein. Junge, ich würde sagen... Warte, du meinst das wörtlich? Ja, warte einfach ab. Sollte jetzt behoben sein. Danke, aber warum war das nun so? Ich bin mir nicht sicher, aber der Raum sollte jetzt direkt vor dir sein. Sag mir Bescheid, wenn du dort bist, dann starte ich die Demo-Sequenz. Alles klar. Ja, da ist der Hightech-Computer. Nun, wir sind endlich hier. Bist du bereit?
Okay, Lenri, hörst du mich? Ja, die Szene ist bereit und geladen. Sollen wir uns auf etwas vorbereiten? Einfach nur dort sein ist schon genug. Wir haben unseren Datenstrom. Ah. Ob das absichtlich war, dass da das E fehlt? Also statt unseren Datenstrom? Du musst nur dort stehen und beobachten. Okay, darin bin ich gut. Nun dann, sollen wir anfangen? Den Abschlusstest starten. Start. Ja, wir sind bereit. Legen wir los. Okay, die Demo-Szene ist gestartet. Du solltest sehen, wie die Maschine hochfährt. Ja, hat es gerade. Gut, behalte das Teil im Auge und sag mir sofort, wenn du etwas Komisches bemerkst. Aha. Siehst du irgendwas? Nein, alles sieht ganz normal aus. Obwohl? Hier ist so ein komisches Geräusch. Welche Art von komischem Geräusch? Hat die Maschine einen Kurzschluss? Nein, es kommt nicht von der Maschine. Es hört sich an, als käme es von. Quincy? Ja, die Geistertentakeln sind los. Das System ist fast fertig. Was siehst du? Ist es Obi-Wan Kenobi? Nicht bewegen. Was bist du? Warum bekomme ich keine Anzeige von dir? Du weißt bereits warum. Dann bist du der Grund? Als ich vorhin den Stecker gezogen habe, als ich mich abgemeldet habe, war dort nichts. Nichts als die Maschine, mit der man sich wieder anmelden kann, als ob die ganze Welt nur verschwunden wäre. Ich bin auch nicht real. Nein, du bist real. Natürlich, relativ zu diesem Ort. Lenri? Dann wie viele? Zu viele. Wovon redet es? Zu viele was? Zu viele Welten. Wir sind weit oben, Quincy. Es gibt viele Schichten unter uns. Ich habe vielleicht deine Welt erstellt, aber jemand anderes hat meine erstellt. Immer und immer wieder sehr viele Ebenen. Aber am Boden der Ebene, dort liegt die Welt, welche als erste Simulation gestartet wurde.